Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Draußen scheint richtig schön die Sonne. Die Vögel zwitschern, der Kaffee schmeckt gut und mir kribbelt so langsam ein bisschen in den Fingern, meine Wohnung auf den Frühling vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn so die Sonne reinscheint und man sieht so den Staub überall in der Wohnung. Und ich habe hier so einige Sachen, die ich gerne mal anpacken möchte. Angefangen von Pflanzen umtopfen bis hin zu Fensterputzen und alles. Und ich habe mir gedacht, weil ich das total gerne bei anderen immer sehe, dass ich dich einfach dabei mitnehme. Schnapp dir also gerne eine Tasse Kaffee, mach's dir gemütlich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Für mich ist der Übergang vom Winter in den Frühling irgendwie immer so eine ganz besondere Zeit und ich finde, man merkt, dass sowohl die Natur als auch man selbst irgendwie immer so ein bisschen zum Leben erwacht. Wenn die Tage langsam länger werden und die Sonnenstrahlen einen wieder wärmen, kribbelt es mir immer total in den Fingern und ich habe immer so ein bisschen den Drang, mich dann endlich mal um die ganzen Kleinigkeiten zu kümmern, die ich schon seit Wochen vor mir herschiebe. Deshalb nehme ich euch die nächsten Tage einfach mal dabei mit, wie ich mich um diese Dinge kümmere und die Wohnung auf Vordermann bringe. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber als ich mein Badezimmer ausgemistet habe, habe ich eigentlich eher beiläufig erwähnt, dass ich gerne ein Nähkästchen hätte. Und schaut mal, was ich 2 Wochen später auf dem Flohmarkt gefunden habe. Schaut mal, ich finde es richtig schön und vor allem hat es so richtig viele kleine, schöne Fächer. Also richtig praktisch und voll witzig, dass ich das genau nachdem ich das gesagt habe, auf dem Flohmarkt gefunden habe. Ja, da war da nämlich so eine Omi auf dem Flohmarkt und die hat ihr Nähkästchen verkauft. Ich freue mich sehr darüber. Das ist auch richtig schön hochwertig. Der einzige Nachteil ist, es riecht nach diesem muffigen Kellergeruch. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich hoffe, ich kriege das nochmal raus. Ich glaube, bei Holz ist es nicht ganz so schwer wie bei Textilien, weil der Geruch hier nicht so tief eindringen kann. Und ich hatte euch bei Instagram schon nach Tipps gefragt und habe richtig viele tolle Tipps bekommen. Dementsprechend werde ich das jetzt mal versuchen. Und zwar habt ihr gesagt, ich soll das am besten erstmal mit Essig auswaschen und danach dann ein irgendwas Neutralisierendes reingeben, zum Beispiel Kaffeepulver. Und genau das werde ich jetzt mal versuchen. Also ich werde es jetzt erstmal aussaugen, putzen und dann mit Essig auswaschen. Und dann danach werde ich da noch Kaffee reingeben. Drückt mir die Daumen, dass ich den Geruch wieder rauskriege. Ich weiß noch nicht, wofür ich sie letztendlich verwenden werde. Wahrscheinlich eher doch nicht für Schminke. Weil ich das System, wie ich es jetzt gerade habe, eigentlich ganz gut finde. Aber ganz viele von euch haben auch geschrieben, dass ich da perfekt meinen Schmuck oder so irgendwie sowas drin lagern kann. Da werde ich mal schauen. Falls du noch eine Idee hast, kannst du es gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache mich jetzt aber erstmal ans Putzen. Hier in dieser Sprühflasche habe ich eine Mischung aus Essig und Wasser. Ich benutze das immer auch ganz gerne, um den Kühlschrank damit zu desinfizieren und werde das jetzt mal hier innen auf das Holz geben und es danach mit einem Lappen auswischen. So, ich habe das Nähkästchen jetzt einmal komplett sauber gemacht und danach mit Essig ausgewischt.
stand jetzt circa noch mal 2 Stunden draußen auf dem Balkon, sodass noch mal die kühle Luft durchwehen konnte. Und jetzt habe ich mir hier schon meinen Kaffee geschnappt. Übrigens ist das kein Rechtschreibfehler, da steht bewusst Kaffee mit nur einem E. Ich beschrifte meine Sachen immer auf Norwegisch, Schwedisch oder Dänisch, also es ist bewusst nur mit einem E geschrieben. Den habe ich mir jetzt hier geholt, dazu noch so eine Schale. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie ich das jetzt mache. Also entweder stelle ich jetzt hier eine Schale rein oder ich gebe hier auch noch ein bisschen Kaffeepulver rein. Schaue ich jetzt mal und dann hoffe ich, dass es besser riecht. Man könnte vermuten, dass es jetzt schon ein bisschen weniger stark riecht, aber ja, mal schauen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe einfach mal in jedes Fach ein bisschen was gegeben. Hier unten habe ich das Schälchen hingestellt und mal gucken. Ich werde es jetzt ein paar Tage stehen lassen, vielleicht zwischendrin noch mal auswechseln und dann schauen wir mal. Ich halte euch auf dem Laufenden. Die Kommode hier kennt ihr ja bereits und mir ist das richtig doof, was hier passiert. Und zwar hatte ich hier die Sachen draufgelagert, die ich beim Badezimmer ausmisten aussortiert habe. Und anscheinend war von den Pflegeprodukten diese Kisten so ölig, dass ja, hier so Fettflecken jetzt entstanden sind auf meiner geliebten Kommode. Und ich werde jetzt mal versuchen, ob ich die irgendwie noch rausbekomme. Ich habe gegoogelt und angeblich gehen die wohl eventuell, wenn ich Glück habe, raus, indem ich es erhitze und dann Katzenstreu da drauf streue. Und ich bin da gar nicht so skeptisch, weil ich habe schon so viele Sachen mit Katzenstreu trocken bekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Ihr könnt mir gerne die Daumen drücken, ob es geklappt hat. Ich werde jetzt ein bisschen was drüber streuen und dann sehr doll hoffen, dass diese Fettflecken da rausgehen. Das war echt doof, aber ich habe da gar nicht dran gedacht, dass die Kisten ja vielleicht ölig sein könnten, weil ich hatte da die ganzen Shampooflaschen und alles drin gelagert. Und ja, verdammt. Aber wir bleiben mal positiv. Das Katzenstreu hat bei mir schon so viel gerettet, da wird es das bestimmt auch noch irgendwie hinkriegen. Freundchen, das wird nicht verwechselt. Schaut mal, ich habe hier meine Monstera, der es offensichtlich nicht gut geht. Sie hat schon ganz viele Angriffe überlebt. Als wir die Katzen bekommen haben, wurde da nämlich gerne mal gegengehauen. Das hat sie aber gut verkraftet. Und jetzt, also ich bin kein Fan davon, mit dem Finger auf irgendwelche Leute zu zeigen. Aber eine gewisse Person in diesem Haushalt hat meine Monstera neulich vom Regal geschmissen und das hat sie nicht so gut verkraftet. Also, wobei sie sieht jetzt schon besser aus als noch vor ein paar Tagen. Mir ist es richtig wichtig, dass sie überlebt. Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich nicht so die Pflanzenmutti bin, aber die Pflanze ist mir tatsächlich sehr wichtig. Die habe ich nämlich mal von meiner Schwester geschenkt bekommen und sie hat jetzt schon so lange überlebt. Ich habe sie bekommen, da hatte sie nur 3 kleine Blätter.
Und deshalb habe ich gedacht, ich tue ihr mal was Gutes oder das, was dringend notwendig ist, und topfe sie um in einen Topf, der auch ihr genug Platz bietet. Deswegen war ich vor ein paar Tagen im Baumarkt und habe mir hier diesen Topf ausgesucht und werde jetzt gleich mal die Monstera hier reintopfen und dann hoffen, dass sie sich wieder erholt von dem Angriff. Kennt ihr diese Leute, die Mist bauen und denen es dann total egal ist? Nicht mal eine Entschuldigung habe ich von dir bekommen. So, das Streu ist jetzt auf der Kommode. Ich bin gespannt. Und ich habe mir jetzt eine große Tasse Kaffee gemacht und werde jetzt die Monstera umtopfen. Und ich habe mir überlegt, dass ich mich dafür raus auf den Balkon setzen werde, weil das Wetter ist so wunderschön und die Sonne scheint gerade richtig schön auf dem Balkon. Ja, das muss ich auf jeden Fall ausnutzen. Deswegen werde ich jetzt alles mal rausräumen und mir ein Hörbuch auf die Ohren machen und ja, dann in ganz in Ruhe die Monstera umtopfen. Ich freue mich richtig drauf, jetzt ein bisschen mit meinem Kaffee und einem Hörbuch oder einem Podcast draußen die Sonne zu genießen. Ich liebe so kleine Alltagsfreuden und versuche immer, diese so bewusst wie möglich zu genießen. So, es ist jetzt Samstagmorgen. Die Monstera habe ich umgetopft. Sie braucht noch ein bisschen Halt, aber ich bin guter Dinge, dass sie sich wieder machen wird. Und das Katzenstreu habe ich gerade abgesaugt, aber es ist nicht weggegangen, leider. Ich weiß auch gerade nicht, ob es zumindest besser geworden ist, aber die Fettflecken sind auf jeden Fall noch zu sehen. Jetzt bin ich am Überlegen, entweder mache ich es nochmal, also dass ich es nochmal erwärme und Streu drüber gebe oder keine Ahnung. Falls du eine Idee hast, wie man das rauskriegt, kannst du es gerne in die Kommentare schreiben. Aber ja, voll ärgerlich. Wir kommen in meiner kleinen Wäschekammer, Schrägstrich Putzraum, beziehungsweise eigentlich ist es das Gästebad, aber ich stelle hier immer meinen Putz- und Wäschezeug auf die Waschmaschine, steht hier auch. Ich versuche so plastikfrei und nachhaltig wie möglich unterwegs zu sein, bin aber auch hier nicht perfekt. Aber ich putze ganz gerne mit so Hausmitteln, wie zum Beispiel Natron und Zitronensäure. Damit kriegt man echt ziemlich viel sauber. Und ich habe mir das hier einfach in so Schraubgläser gefüllt. Idealerweise würde ich das im Unverpacktladen auffüllen, aber oft kaufe ich es auch einfach beim DM. Und damit kriegt man echt ziemlich viel sauber.
Im letzten Video hatte ich euch ja gefragt, ob ihr Tipps habt, um die Wachsreste hier raus zu entfernen. Und ich habe ganz viele liebe Tipps bekommen, also vielen lieben Dank an der Stelle. Und ein Tipp war, beziehungsweise was öfter genannt wurde, war, hier einfach heißes Wasser reinzukippen und es dann abkühlen zu lassen und dann das Wachs rauszuholen. Und ich werde es jetzt einfach mal versuchen und schauen, ob es klappt. Okay, ich habe das Ganze jetzt abkühlen lassen und das sieht schon mal ganz gut aus. Ich bin gespannt. Cool. Okay, hier hat es auch geklappt. Richtig cool. Erinnert ihr euch noch an diese Kiste hier? Da waren die aussortierten Kleidungsstücke drin, die ich meiner Mutter mitgegeben hatte. Und die hat sie mir jetzt wieder mitgegeben. Die werde ich jetzt einmal wieder zur Kiste falten und dann oben in den Schrank tun. Kleines Zwischenupdate von meinem Nähkästchen. So sieht es jetzt hier drin noch aus. Wie ihr seht, ist immer noch der Kaffee drin. Ich habe den zwischenzeitlich einmal gewechselt. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen und der Kaffeegeruch überwiegt definitiv, aber ich nehme immer noch ein bisschen von diesem Kellergeruch wahr, sage ich mal. Deswegen lasse ich es noch ein bisschen einwirken. Aber ist auch nicht schlimm. Ich weiß eh noch nicht genau, was ich da reinmachen soll. Das heißt, falls du irgendwie eine Idee hast, wofür ich die verwenden könnte, dann lass es mich gern wissen. Und falls du noch weitere Tipps hast, kannst du mir das natürlich auch gerne schreiben. Ich hoffe, dass sich der Geruch noch komplett neutralisieren wird. Was ich natürlich auch machen könnte, ist nochmal mit Essig auswaschen. Also die ganze Routine nochmal. Aber ja, mal schauen. Es sind ja jetzt erst ein paar Tage vergangen. Vielleicht kriegen wir es so noch hin. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann lass mir super gern einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann freue ich mich schon sehr drauf, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Und hoffe, du bleibst gesund und hast eine schöne Zeit bis dahin.